Moin zusammen. Heute haben wir ein Krokodil von Märklin liegen. Leider wurde mir die Artikelnummer nicht übermittelt. Ich werde versuchen, die nachher in dem Videotext nachzureichen. Hier ist folgendes Problem. Da hat ein Kollege seine Lok das erste Mal umgebaut. Und er meint, der Decoder funktioniert auf dem Programmiergleis. Und wenn er seine Lok zusammenschraubt, also die hier reinsteckt und so, dann gibt es einen Kurzschluss. Ja, und dann wollen wir mal gucken, ob wir den Fehler finden. Jo, einen haben wir schon gefunden. Also so sollte man die Bürste nie anlöten. Das ist, ja, das ist direkt am Gehäuse. Das heißt, da gibt es einen Motorschluss am Gehäuse, an Masse. Das werden wir gleich als erstes korrigieren, aber den Rest gucken wir uns auch noch an. Das eine Gehäuse sitzt hier auch schief. Die kann man eigentlich so nach oben abziehen. So. Ja, wir gucken uns das mal alles an. Das ist auch nicht isoliert hier. Das sollte man auch tunlichst nicht tun, weil hier sind die offenen Kontakte. Da sind zwar Kabel dazwischen, aber man hat dann hier komplett Masse vom Gehäuse. Also das ist auch eine große Fehlerquelle. Das kann man auch, wenn man das reinquetscht nachher, der Decoder drin steckt, kann das auch zum Fehler führen. Ja, da gibt es einiges, glaube ich, wo wir mal was verbessern können. Das heißt, wir fangen als erstes mal hier mit der Bürste an. Hier ist auch Lötzinn direkt an der Schraube. Das machen wir auf alle Fälle mal ab. Hier ist Lötzinn am Draht. So, wir werden das hier mal deutlich einkürzen. Das ist auch am Werk ganz oft so gemacht, indem man die Drossel hier oben mit an den Kondensator anlötet. Dazu nehmen wir uns ein bisschen frisches Lötzinn. Sehen wir hier auch schon nächste Fehlerquelle. Der Massedraht ist überhaupt nicht richtig angelötet, da ist nur ein Teil dran und wenn ich ein bisschen dran zupfe, dann haben wir das Ding schon in der Hand. Also das ist auch nichts. Außerdem müssen wir den mal anders ausrichten, damit wir da auch anständig dran löten können. Na. Dazu werden wir jetzt den Draht neu absetzen. Das sind jetzt alles mögliche Fehlerquellen, aber das sind so viele, dass wir die erstmal beseitigen müssen, bevor wir hier überhaupt weitermachen. Na. So. Ja, hier vorne sieht man auch schon gleich die Lampen. Das sind so fette Lötpunkte geworden. Hier vorne an den Anschlüssen, dass die ans Gehäuse rankommen. Das sind natürlich auch exorbitante Fehlerquellen. Auch hier der Plus vom Licht geht auch an Gehäusemasse. Das heißt, wir müssen erstmal die Drähte ablöten, das überschüssige Lötzinn entfernen. Hier auch sauber machen.
alles ein bisschen verknotet hier. Ja, es ist zu lang, der Draht mit Kupfer dran. Mal stark einkürzen. Hier auch ein riesen Lötklecks. Ist wie beim Fett, weniger ist mehr. Hauptsache es ist vernünftig angelötet. Auch hier kürzen wir den Draht ein. Der ist, muss immer davon ausgehen, dass oft noch der die Isolierung durch Hitze ein bisschen zurückgeht. Was haben wir hier beim Blauen? Mal gucken. Ja, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Der ist auch richtig viel zu lang. Da müssen wir mehr als die Hälfte wegnehmen. Hier sehen wir jetzt auch einen Lötklecks, also auf der Platine. Also da wurde dann gelötet. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und hier ist natürlich auch mega Fehlerquelle. Hier ist ein Pin verbunden vom Decoder auf unten. Da kann was weiß ich was passieren. Also dass da der ESO-Decoder überlebt hat bei den Fehlerquellen, die wir jetzt schon so spontan gesehen haben. Wow. Also ich mache die jetzt nicht komplett neu. Ich versuche das Schlimmste zu bereinigen. So, wir sind jetzt weit entfernt vom Gehäuse mit den Anschlüssen. Wir sehen auch hier einen mega Masse Kontakt. Ich weiß gar nicht, wieso der so viele hat. Okay, wir haben einen, der geht zur Platine, und einen da und einen da. Okay. Ja, verständlich. Die Kabel hier lang zu führen, ist auch lebensgefährlich. Hier ist das Zahnrad. Die sind auch schon hier kaputt gescheuert. Guckt ihr, da ist schon das Ergebnis. Das ist hier sogar eingeklemmt. Also, dass das Ding nicht funktioniert, ist kein Wunder. Also, hier muss jetzt ein komplett neuer Blauer reingezogen werden. Hier ist jetzt Decoder Plus auf Masse gewesen. Vorne sind hier auch die Kabel sind angelötet. Hier die, ja, was alles neu gemacht werden, ist nur angetickt, aber nicht richtig angelötet. Ja, ja, dass es da zu Fehlerquellen kommt, ob der Weiße hier noch in Ordnung ist, der hat auch schon Knick. Das ist eindeutig klar. Weil die Kabel kann man hier auf der Seite gerne dazwischen klemmen, aber niemals auf der Seite vom Zahnrad. Das lebt nicht lange. Ja, dann beseitigen wir jetzt nochmal hier diese schlechte Lötstelle. Wow, da sieht man aber auch. Also wir werden jetzt hier nochmal neues Lötzinn drauf machen. Dann löten wir einmal die beiden an. Jetzt müssen wir noch mal den anderen hier, den müssen wir ganz abschneiden, neu abisolieren, weil da kleine Drähte neben hingen. Es sind viele Beispiele, wie man auch einen Block nicht umbauen sollte hier, wenn sie denn länger leben soll, der Decoder vor allem. So, weil der Straps, der hilft hier auch eigentlich überhaupt nicht. Der juckelt da nur rum, nimmt Platz weg, den nehmen wir auch mal weg. So, wahrscheinlich sieht das dann hier auf der Platine ähnlich aus.
Wir müssen hier auch dann gucken, ob zwischen den einzelnen Lötpunkten nicht noch eine Brücke ist. Dann nehmen wir einen kleinen Schlitzschraubendreher, ziehen ihn hier mal durch. Soweit in Ordnung. Hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Knoten zwischen dem blauen, aber den müssen wir sowieso rausnehmen hier. Der ist ja falsch. Der ist nicht falsch, der ist kaputt. So, das ist auch nicht angelötet. Der Draht ist überhaupt nicht verzinnt gewesen, richtig. Das sind noch die nackten Adern. Das hilft auch nichts. Deswegen werden wir jetzt auch den blauen, der nach vorne geht, der geht ja auch in die falsche Richtung ab. Da ist auch viel zu viel Lötzinn drauf. Das werden wir versuchen wegzukriegen. Da haben wir jetzt natürlich den weißen kaputt gemacht. Den können wir aber nun auch noch ersetzen. Das ist dann auch egal. So, wir werden jetzt einmal. Nee, da sind auch. Da sieht man, das ist abisoliert. Da hängen überall einzelne Adern rum. Das heißt, ich muss auch den abschneiden, neu absetzen. Der sauber verzinnt. Und dann wird er hier sauber angelötet. Das gleiche machen wir mit dem weißen Frontlicht vorne. Ja, wir brauchen frisches Lötzinn. So, tja, weiß Front vorne geht nach hinten, also die Lichterbeleuchtung ist Verkabelung ist auch falsch, weil Frontbeleuchtung vorne ist hier, wo der Schleifer ist, weiß. Das ist auch komplett falsch verdrahtet. Oje, oje. Ja, die AUX-Ausgänge sind natürlich dann auch falsch. Der grüne ist AUX1, lila ist AUX2, wenn mich nicht alles dünkt. Ich gucke nochmal lieber. Ja, ist die Lok komplett falsch verdrahtet. Also Führerstand 1 ist nach hinten gebracht worden und Führerstand 2 nach vorne. Ja, es ist ein kompletter Neubau im Endeffekt. Die ganze Verkabelung muss raus und muss neu gemacht werden. Oh je, oh je, oh je, oh je. Also, dann ersetzen wir jetzt erstmal den blauen, weil der blaue ja kaputt gescheuert ist am Zahnrad. Ja, also ihr seht, die Fehlerquellen sind immens. Es wurde auch die Oberleitungsumschaltung komplett ignoriert. Der rote müsste eigentlich hier mit drauf. Die gibt es gar nicht mehr. Wir müssen eigentlich den roten hier drauflegen und dann damit abgehen zur Platine. Den gibt es nicht mehr. Tja, wenn das so gewünscht ist. Wir werden jetzt erstmal die ganze Verkabelung erneuern und auf den richtigen Stand bringen, bevor wir hier weitermachen. Und dann gehen wir sie in Ruhe einmal durch. Also, ja, sieht aktuell noch so aus. Mal gucken, wie es gleich aussieht. So, ich muss leider gesagt werden, aber man konnte den Umbau als misslungen bezeichnen. Ich habe jetzt also vorne Schleifer, vorne ist weiß und AUX1 jetzt an den Lampen angeschlossen. Ich habe hier eine Isolierung drin, hier eine Isolierung, damit die auch sauber liegt, die Platine. Wir haben alle Lötstellen, alle Kabel teilweise neu angelötet. Es ist nichts mehr wie vorher. Wir haben hier hinten jetzt gelb und AUX2. Der Motor, da müssen wir gleich noch mal gucken, ob es so ist, aber wir haben sie nach Norm angeschlossen, rechts grau, links orange. Und ja, dann wollen wir mal gucken. Ja, ich habe es jetzt mal heute auf mein Probegleis gestellt. Lichtwechsel fährt jetzt rückwärts, also die Motoranschlüsse sind korrekt. Wir haben einen Schweizer Lichtwechsel. Wir haben
Wir haben den Sound, also der Decoder ist Gott sei Dank nicht kaputt gegangen. Also, jetzt das gleiche nochmal mit Gehäuse zusammenbauen. Ja, sie lebt, kann ich nur sagen. Also habt ihr mal gesehen, wie man es nicht machen sollte. Wir haben die Lok retten können, aber es war eigentlich nichts in Ordnung. Es waren diverse Lötbrücken drin, die drehte ab, nicht richtig angelötet, falsch, komplett falsch rum verdrahtet die Lok. Ja, jetzt ist sie betriebsbereit und sollte auf der Anlage fahren. Ja, mal ein bisschen anderes Video, vielleicht hilft das euch auch mal. Man muss ja auch mal zeigen, wie es nicht gemacht wird. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.